Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Egrarian Skies mit der lieben Shigo. Ja, hallo. Ja, hallo. Na? Na? Wollen wir eine weitere Folge aufnehmen? Aber nur, weil du es bist. Aber nur, weil ich es bin. Na gut, ausnahmsweise. Genau. Was machst du denn gerade so Feines? Ich werde mir jetzt mal eben Tinkers Construct-mäßig eine neue Axt bauen, weil meine kaputt gegangen ist, beziehungsweise verloren gegangen im Void. Und deswegen brauche ich mal eben eine neue. Da war ja was, ne? Da war ja was. Ich war, glaube ich, gerade dabei, den Ignis Extruder zu bauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, was habe ich denn überhaupt schon vorbereitet? Ich glaube, das Redstone wollte ich als nächstes machen. Dann schauen wir mal. Ach ja, Zinn hatte ich hier schon drin. Ah, okay. Ich mach mal Tag. Jo, alles klar. Haben wir noch ein bisschen Holz irgendwo? Ja. Ach da, ja, ich sehe schon. Ich habe schon was gefunden. Achso, gut. Ich hätte sonst noch mal gehabt. So. Flint. Da. Dann schmelze ich mal ein bisschen. Ah nee, hä? Redstone kann man nicht einschmelzen. Du musst doch erst. Also, was hast du jetzt? Nether Redstone Ohr habe ich. Einen Augenblick. Den solltest du eigentlich einschmelzen können. Gibt mir auch gar nichts, als wenn ich R drücke, passiert nichts. Also. Bau mal einen Grinder, so ein von dem von ME Plat Energistics. Ja, ich wollte auch gerade mal ganz kurz gucken. Einen Augenblick. Pulverizer, Induction Smelter. Ja, also geht bloß. Da normalerweise der Grinder müsste ja auch funktionieren. Ah, wir haben gar kein Netherquarz für den Grinder, glaube ich. Doch, ein bisschen haben wir. Aber genug, oder? Nee, stimmt gar nicht. Ich guck gerade, wir haben gar keins, glaube ich. Ein Quarz haben wir. verdammt. Das heißt also, ich kann mir den Ignis Extruder noch nicht bauen. Das heißt also, ich müsste theoretisch uns erstmal Dust machen. Warte mal. Denn in Dust kann Redstone drin sein. Wenn ich das richtig sehe. Wolltest du den Redstone hingetan? Hier hinten in die Kiste? Hier hinten rechts in die Kiste zu den ganzen Ores und so. Ah, da, ja. Ich hab nämlich eine Vermutung. Okay. Mit dem Hammer vielleicht zerstören? Nee, wir brauchen dafür eine ordentliche Spitzhacke, verdammt! Wie gut. Ah, nee, verdammt. Mist. Weil keiner unserer Spitzhacken ist gerade gut genug, um Redstone abzubauen. Die haben alle nur Mining Level Stone. Ah, ja, das ist natürlich ärgerlich. Wenn man nämlich, ich glaube, Nether Redstone abbaut. Oh nee, kriegt man das Ohr? Weiß gerade. Theoretisch. Theoretisch, Nether Ohr war immer so, dass man das Ohr, glaube ich, gekriegt hat. Und den musste man dann durch den Pulverizer wieder hauen. Ach, verdammt. Ach so, ein bisschen. Beziehungsweise das Nether-Ohr aus dem Mod-Nether-Ohr konnte man, glaube ich, auch früher einschmelzen zu normalem Ohr. Da hat man normales Ohr wieder gekriegt. Ja, solange ich mich daran erinnere. Pulverizer-Rezept. Ich probiere mal ein bisschen. Ich werde mal Pulver machen und dann gucken, ob ich vielleicht darüber Redstone kriege. Ja. Natürlich jetzt, indem ich den Block in den Weg gestellt. Ich glaube, den mache ich mal eben kaputt. Okay. Wenn es nicht allzu lange dauert, ne, ich krieg ihn gar nicht kaputt. Oh, Mann. Toll. Okay. Axt. Ich brauche eine Axt. Du brauchst eine Axt? Du wolltest Holz farmen, oder? Genau, weil mit der Hand ist es doch ein bisschen arg langwierig. So eine stelle ich mich da hinten auf die Plattform hin. Und werde mir da einfach meinen Gravel mal kurz abbauen. Ja, vorhin, als ich auf dem Server kam, spawnten hier schon fleißig Monster. Deswegen habe ich mittlerweile auch schon 2 Level. Muss mir mal ganz kurz eben schnell killen. Man mag gar nicht dafür möglich halten, wie viele Monster auf dieser kleinen Plattform gespawnt sind. Oh, ja. Stand alles voller Skelette. Das kommt aber, wenn man nicht gewohnt ist, auf einem Server zu spielen, weil, ne? Wenn du alleine spielst, kannst du ruhig mal eben unbeobachtet lassen, da wird ja nicht Nacht, wenn du nicht da bist. Und jetzt? Ja. Bumm, waren es tausend Mobs. So, mal gucken. Daraus mal jetzt komplett alles in Dust verwandeln und dann eventuell haben wir ein bisschen Glück und bekommen ein bisschen Redstone. Ja, das wäre super. Wobei Redstone ja aus Dust relativ häufig rauskommt. Relativ, ist nur die Menge entscheidend, ne?
Ah, mit 32 sollten wir vielleicht Glück Ja, haben. doch, da sollten schon zwei, drei rauskommen. Brauchen ja erstmal nur einen für den Ig. Nee, zwei brauchen wir für den Ignis Extruder, glaube ich. Ja, Wenn ich zwei. mich nicht ganz recht Für die Keulen, ja. irre. Achso, jetzt hast du den. Jetzt der Redstone natürlich Ja. hier, weil wir den nicht abbauen Ich können, bin nicht klar. weg. Sieben wir das hier einfach. So, mal gucken, was wir da rauskriegen aus dem Schönen. Haben wir denn eigentlich eine Quest, die wir jetzt als nächstes unbedingt angehen sollten? Ja, und zwar die für 10K's Construct Schmelze. Weil damit Ah, können wir okay. unsere Ores schon mal verdoppeln. Das ist schon mal geil. Das ist schon mal eine gute Idee. Das heißt also, ich baue mal gleich ein bisschen Sand und ein bisschen Gravel ab. Und was Dann müsst ihr wichtig auch nochmal ist, Dust machen. wir kriegen als Pick One kriegen wir einen Slimy Sapling. Können wir einen aussuchen. Oh. Und der ist für Slimes natürlich extrem wichtig. Dann können wir auch Sticky Pistons und alles, was man halt so mit Slime machen muss, machen. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Die blauen kann man doch auch essen, sogar die blauen Slimes, die wir rauskriegen, oder Ja, nicht zur Not. genau. Ah, das ist schon mal gut. Sollten wir dann gleich mal probieren. Lecker. Lecker blauer Schleim. Wobei unsere Kartoffeln sind ja mittlerweile sehr, sehr gut. Ich habe auch welche wieder in den Ofen getan. Ich habe auch ein bisschen Apfelsaft in die Essenskiste getan, weil ich vorhin Hunger hatte. Okay. Apfelsaft So, gemacht, ja. ist gesund. Apfelsaft ist gesund auf jeden Fall. Besser als Süßkartoffeln. Und sowieso frisch und direkt gepresst, also ohne Konservierungsstoffe. Ohne Konversierungsstoffe, genau, so ist es. Mit ganzen Stücken. Genau, mit ganzen Früchten. Ja. Kommt bei Äpfeln, glaube ich, nicht ganz so gut. So, ich hab's durch. Melonenboden Ich oder was? glaube, ein bisschen Redstone. Sechs Redstone habe ich gekriegt. Das ist doch schon mal gut. Prima. Sehr schön. Oh, ich habe sogar ein bisschen Bone Meal gekriegt. Ah, sehr schön. Was habe ich denn sonst so gekriegt? Gold, Silber. Gold kriegt man relativ wenig, habe ich festgestellt. Auf meiner Ist doch Singleplayer-Welt schon habe ich rar. mehr Gold als Eisen. Echt? Ja, ich weiß auch nicht. Hab das. Okay. Also hier ist relativ wenig Gold bis jetzt rausgekommen. Also viel, viel Zinn und Eisen kommt hier halt. Das ist So gut. wie ich auch. Braucht man ja auch. Ja, definitiv. So. Monsterfarm, ich komme. Die wolltest du jetzt da hinten aufbauen, richtig? An die Seite. Ja, okay. Ach, das ganze Holz ist doch schon wieder durchgebraten. Oh Mann, ich muss mir schon wieder Neues was machen. Wäre eventuell sinnvoll, jetzt mal so langsam auf. Naja, egal. Nee, wir nehmen Sticks. Ist besser. Kann man besser mit Hand haben. Bei den kleinen Mengen. Später haben wir ja einen Ofen. Da müssen wir mal gucken, dass wir dann bald vielleicht uns ein Maschinenhäuschen oder so bauen. Wo wir die ganzen Maschinen oder so aufstellen. Wäre vielleicht nicht allzu verkehrt. Jupp. So, ich guck nochmal. Also, wir brauchten einen Igneous Extruder, ne? Also, dann gucke ich nochmal. Also, Zinn hatte ich jetzt gemacht. Dann brauchte ich noch Glas. Ich brauchte noch den Piston. Dann brauchte ich also noch Eisen. Wie viel Eisen brauche ich denn? Hierfür brauche ich eins. Und für das Maschinenframe brauchte ich vier. Kann man doch noch was aus anderem machen? Aluminium würde auch sogar gehen. Ah, okay. Okay, das ist gut. Interessant. Der Piston geht scheinbar nur aus Eisen. Hä, aber warum hat er denn bitte mir denn zwei Rezepte? Ah, hier geht auch aus Aluminium. Ah, okay. Das ist Okay. super. Und das geht auch. Das heißt, wir können Aluminium und Eisen bei allen Sachen hier ersetzen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt also, kann ich auch Aluminium benutzen und einschmelzen. Wobei Aluminium brauchen wir auch noch für Tinkers Construct, ne? Ja. Ein bisschen reicht ja. Ja, erstmal ja. Iron, da haben wir Iron, Iron, Copper, Aluminium. So. Lead brauche ich erstmal nicht. Aluminium behalte ich. Quarz. Ah, ich habe jetzt Certus Quarz Dust gefunden. Super. Vier Stück. Das heißt, da könnten wir den Grinder auch mitbauen. Dann können wir schon mal unsere Erze verdoppeln. Das ist gut. Nickel, Aluminium.
Würde das dann theoretisch funktionieren, wenn ich dann das letzte Das durch den Certus-Quarz nochmal jage, dass ich dann doppelt kriege? Ja, theoretisch schon, ne? Ah, okay, dann mache ich das vielleicht gleich sogar. Dann würde ich erstmal sagen, baue ich den. Grinder hieß der, glaube ich, ne? Ja. Ja, Ah, Grindstone heißt Grindstone, der, genau, okay. stimmt. Ja, Quarz, dann brauche ich etwas normales Stein und ein Wooden Gear. Okay. Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Wir haben hier, ach, ich baue einfach ein bisschen Stein ab. 5 Stein abbauen ist ja relativ zügig gemacht. Das könnte wehtun. Okay. Wehtun? Was machst du denn da schon wieder? Aua. Türme aus Holz. Türme aus Holz. Ah, okay. Das sind schon 6. Schaue ich mir gleich mal an. Ah, okay, ja klar. Ein Dach für die Monsterfalle. Genau, apropos, es wird gerade dunkel. Leg dich mal bitte eben Es ins wird Bett, wenn gerade. du gerade schon mal da bist. Ja, dauert noch einen kleinen Augenblick. Ich glaube, es ist noch zu hell. Jetzt habe ich das. Dann brauche ich 3 Smooth Stone. Das Gold ist auch schon mal fertig. Sehr gut. Dann lege ich 3 Smooth Stone schon mal rein. Dann warten wir mal, bis es gleich komplett dunkel ist. Ist ein bisschen ungünstig, das Gebäude eigentlich da, ne? Da sehen wir die Sonne nicht mehr so wirklich. Ach, stimmt. Naja. Müssen wir halt Naja, gleich mal nach links ausbauen und nach rechts können wir wieder Sonne sehen. ja, okay. Und das ist halt erstmal die Anfangsfarm. Danach kriegen wir ja noch eine größere für den Anfang, für die ersten paar Mobs. Okay. Hauptsache, du hast ja ein paar Fackeln rein. Ja, gut, hast du ja. Oder oben drauf Damit ist er gerade ein nicht. bisschen kritisch, weil da ist keine Fackel hingestellt. Aber ich bin ja in der Na, Nähe, also das. kann nichts bauen. sonst baue ich gleich eine Leiter und dann kannst du da dich da im hochbauen. So, jetzt geht's. Dann dürfte es gleich der Tag sein. Dann dürfte oben auch nichts spawnen. Jawohl. Oder du baust oben, wir bauen oben Haarslabs drauf. Das geht natürlich auch. Ja, Oder du stimmt. baust das Dach gleich mit Haarslabs. Zu spät. Zu spät. Okay, na gut. Ich habe nichts gesagt. Dann baue ich mal hier den Grindstone kurz. Dafür brauche ich noch ein Wooden Gear. Das dürfte theoretisch so gehen. Und dann. Ach, mir fehlt das Certus Quarz. So, da haben wir den Grindstone. Wunderbar. Und wie ging das Ding nochmal? Ging, glaube ich, so, ne? Ja, ah, cool. Sehr schön. Pulverized Iron. Dann machen wir da uns Iron Dust Ore draus. Und jetzt will ich mal gucken, ob das funktioniert. Weil wenn, dann wäre das ja schon mal ziemlich gut. Wo stelle ich den denn mal hin? Wir haben ja kaum noch Platz. Ansonsten M ist gut. auf den Stein hier. Obwohl, nee, du musst ja oben drauf dran kommen. Dann vielleicht. Ja. Stell ihn da hin. Das geht auch. Nee, Iron Dust kann man da scheinbar nicht Gar reinlegen. nicht reinlegen? Nee. Oh. Schade. Aber wir könnten unser Redstone da reinlegen, denke ich mal. Ja. Probiere ich jedenfalls mal aus, weil dann hätten wir keine Redstone-Probleme. Brauchst noch Nee, kann man auch nicht so ein reinlegen. Händelchen-Ding. So ein Nein, das haben sie alles Wooden-Crank. verboten. Sie haben es alles verboten. Ich lege mal das Crank rein, vielleicht funktioniert es dann ja erst. Nee. Redstone ist verboten und Dust ist scheinbar beides verboten. Ach, wie blöd. Ja. Das ist ja Man doof. soll wahrscheinlich einen Pulverizer bauen. Hallo. Das ist gemein. Ah, das ist sehr gemein, ja. Haben wir noch Holz? Ich glaube, hier in den Kisten war nichts mehr drin. Okay. Okay, dann muss ich das halt leider so einschmelzen. Haben wir das Ding leider irgendwie umsonst gebaut? Verdammt. Schade. Ja, muss ja ausprobieren. Sonst weiß man es ja nicht. Okay, das heißt, ich brauche noch eine ganze Menge Iron. Schade, ich dachte, ich hätte es mir damit verdoppeln können. So, ich sortiere das Ganze mal. Was haben wir denn jetzt hier? Ah nee, ich kann ja Aluminium kann ich ja auch benutzen. Haha. Das ist doch gar nicht so schlecht. So, Bonn, jetzt wachst du endlich mal.
Was habe ich denn sonst noch hier? Lead. Das Gold. Da ist noch Aluminium. Nickel, Silber. Oh Mann, das heißt also, da haben wir echt noch dicke Probleme. Wir brauchen eine ganze Menge Iron noch. Aber ich denke mal, dann werde ich jetzt nur Gravel farmen erstmal ein bisschen. Mache ich mir aber noch einen Hammer. Ach, hattest du noch irgendwo Holz gehabt oder baust du jetzt gerade extra ab? Ich baue gerade ab. Warte, aber ich kann dir zwei Sticks geben. Ah ja, gut, weil ich wollte mir nämlich einen neuen Hammer gleich machen. Der ist nämlich kaputt fast. Wunderbar. Dann kann ich ein bisschen Gravel farmen gehen. Jawohl. Ich glaube, ich brauche noch einen Stein. Sonst klappt das nicht. So, einen Stein und dann machen wir uns einen neuen Hammer aus Stein. Nee, das sind die falschen. Die da. So. Nein, nicht mein schönes Aluminium. Ah, gut, sehr schön. Ja, das war dann ja doch ein bisschen anders gedacht. Ich dachte, wir kriegen den Ignis Extruder heute vielleicht noch fertig in dieser Folge. Ja. Das wird doch noch eng. Sehr eng. Ja. Schade. Ja, schade. Echt schade. Ich dachte, wir könnten uns vielleicht damit verdoppeln, aber... Klappt leider nicht. Schade, schade. So. Ja, sie wollen es uns ersperren. Weil es ja noch nicht schnell genug ist oder so. Oder ich baue den, die Smeltery. Das wäre auch eine Idee. Bevor dem Ignis Extruder. Wäre auch eine Möglichkeit. Wir könnten wenigstens unser Ohr verdoppeln. Ja. Gut, dann mache ich das mal. Bräuchten wir dann nur halt eine, sag schon, eine Plattform für gleich. Kannst ja, wenn du deine Monsterfarm gleich sonst fertig hast, mal gucken, ob du da was bauen kannst. Ja. Diese Geräusche von diesen blöden Magneten verwirren mich immer noch. Der klingt wie ein Enderman, der sich rumteleportiert, ne? Ja. Das stimmt, das stimmt. So, ich habe gleich einen Stack Gravel. Dann verwandle ich den... An das brauchen wir ja nicht ganz so viel, ne? Weil wir kriegen da ja ganze Clay-Blöcke raus und da sind ja mal vier Stück. Wie viel Seared Brick soll ich da mal machen? Mache ich von jedem erstmal einen Stack oder einen halben Stack? Was meinst du, was reicht? Ein ganzes Stack musst du schon machen, sonst haben wir nicht genug für... Obwohl, aber wir kriegen ja auch was geschenkt, ne? Wir brauchen ja gar nicht so viel, wie wir eigentlich bräuchten. Dann mach erstmal einen halben, würde ich sagen. Ich denke schon. Ansonsten kann ich ja noch welche nachmachen. Ist ja nicht ganz so schlimm. 8, 16, 19... Erzähl du mal durch. 25. Die Ecken brauchen wir ja nicht unbedingt machen, ne? Die können wir ja weglassen. Wir brauchen ein bisschen mehr als ein Stack. Mach mal 40. Du hast hier 40, also beziehungsweise. Ja doch, stimmt. Halt stopp. Der steht halber Stack. Das verdoppelt sich eh, ne? Genau, du weißt das. Sich. Ja, okay, dann reicht das, dann reicht's vollkommen aus, du hast recht. Okay, gut. Jo. Dann mache ich einen halben Stack und dann verdoppeln wir das ja eh dadurch. Wenn wir das mixen. Dann haben wir im Prinzip einen ganzen Stack an Bricks. Jawohl. Sollte dann hoffentlich klappen. Ja, das reicht auf jeden Fall. So, ich fahre mir zwar noch immer noch Gravel. Nicht, dass sich jetzt irgendjemand wundert. Ich muss daraus auch noch Sand machen, beziehungsweise Dust für Clay. Und auch noch etwas Glas. Deswegen farme ich hier noch ein bisschen mehr. Ich denke mal, zwei sollten dann reichen. Hoffen wir mal. Und den Rest werde ich dann einfach sieben. Was ich nicht brauche. Was kann denn eigentlich in Sand drin stecken, wenn man das siebt, was in den anderen nicht drin stecken kann? Weißt du das zufällig? Kaktus-Seeds. Okay. Ich könnte ja mal an die Seite aufmachen. Ah, okay. Wo alles drinsteht. Das wär... Na, die muss ich mir auch noch unbedingt mal angucken. Damit ich weiß, was sich lohnt und was sich nicht so wirklich lohnt. So.
So, dann verwandeln wir mal hier alles. Soll das? Verwandle ich mich. Was meinst du? Ne, schon gut. Irgendwas hat mein Explorer hier gemacht. Mein Chrome-Browser hat irgendwas Komisches gemacht. Ah, okay. Blocks and Item Edit. Eve, genau. Und dann aus Sand, was aus Sand rauskommt. Ja. Aus Sand kann rauskommen die ganzen Crushed-Versionen von den Erzen. Dann Coco-Beans, Cactus-Seeds, Jungle-Tree-Seeds und Asian-Spores, also die Sporen für die Pilze, also für Mycelium. Oh, wie heißt das Zeug noch gleich zu machen? Ja, genau. Okay. Dann wäre es vielleicht lustig, wenn wir auch ein bisschen Sand machen, weil ich glaube, wenn wir das dann auf Erde machen, dann wird daraus Mycelium und da, wie du schon gerade sagtest, dann können da nämlich Pilze ran spawnen. Dann hätten wir noch eine extra Essensfarm. Stimmt. Das wäre vielleicht nicht ganz so verkehrt. Mhm. Interessant. Und wenn wir eine Kuh vielleicht finden, dann können wir die auch noch in eine Pilzkuh verwandeln. Und die können wir dann einsperren und dann haben wir im Prinzip unbegrenzt Essen. Ja, aber für Kühe müssen wir erstmal eine recht große Fläche schaffen und einiges an Dirt, damit die spawnt. Ja. Und ich hatte in meiner Singleplayer-Welt voll Pech damit. Ich habe bestimmt 20 Schafe gekriegt und mindestens 15 Hühner und es kam keine verdammte Kuh. Man kann sich aber doch die Spawn-Eggs bauen. Dafür brauchst du allerdings Leder. Und wo kriegst du Leder her? Das ist wieder die schwierigere Frage. Das stimmt. Ja, das war so ein kleiner Da gebe ich dir recht. Oh, ich bin noch Holz. Ne? So, ich denke mal, ich brauche bloß... Ich brauche 8 Mal, muss ich das Ganze, glaube ich, machen, ne? Ah, ne, ich habe ja Sand. Ich muss ja noch... Ich brauche ja Staub. Einen Augenblick. Ich mache mir mal 8 Staub. Dann kriege ich daraus 4 Clay-Blöcke. Und aus den 4 Clay-Blöcken kriege ich dann nochmal 4... aus den 8 Clay-Blöcken kriege ich dann 4 Clay-Balls. Das heißt also 32. Das müsste reichen, ne? Mhm. Wie glaube ich denn jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack. Monsterfarm fertig. Und Folge. Ja. Yeah. Folge ist auch schon fertig. Jo. Oder? Aha. Na denn. Mhm. Würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ja, genau. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.